Ja, herzlich willkommen bei diesem ersten Video, einer Reihe von Videos. In diesen Videos möchte ich dir zeigen, was man in der Informatik unter einem endlichen Automaten versteht. Und das am Beispiel von Karl dem Marienkäfer. Karl der Marienkäfer ist ein Programm, das man sich von dieser Webseite hier herunterladen kann, von swissedu.ch. Und dieses Programm wurde entwickelt von der Eidgenössischen Hochschule in Zürich, in der Schweiz. Ja, herunterladen kann man es, wie gesagt, von dieser URL, von dieser Webseite hier. Und ich würde dir empfehlen, hier bei Downloads den Bereich alle Keras inklusive Java GDK 6.0 zu wählen. Denn, wie du siehst, gibt es eine Reihe von verschiedenen Kara-Versionen. Du könntest hier in der Programmiersprache Lego mit Kara arbeiten, Java und so weiter. Und damit gleich alles in einem Paket heruntergeladen wird und man gleich dann mit allen Dingen, dann mit allen Programmteilen arbeiten könnte, würde ich dir empfehlen, gleich alles inklusive Java herunterzuladen. Das wäre hier karas-x.zip. Wenn man sich das heruntergeladen hat, bekommt man in einem Verzeichnis hier diese ZIP-Datei, nämlich in jedem Verzeichnis, den ich heruntergeladen habe. Wenn ich dann auf alle extrahieren gehe unter Windows, bekomme ich hier den Ordner. Ich gehe jetzt hier rein, habe nochmal diesen Ordner und habe jetzt hier eine Reihe von Programmen angezeigt. Und Kara kann ich bei mir jetzt hier starten. Die Version, die ich jetzt starten möchte, wäre dann hier kara-x.ja. Ich klicke jetzt auf Öffnen. Kara wurde gestartet. Ich habe jetzt hier dieses Programmfenster. Wenn ich jetzt hier auf Programmieren klicke, schiebe das mir jetzt da herein. Habe ich schon die beiden Fenster, mit denen ich dann hier arbeiten möchte.